Stardock. Oxide. Ihr dachtet, ihr könntet uns einfach auf der Erde zurücklassen. Ihr dachtet, die Galaxis gehört euch. Dass ihr mit diesen Welten tun könnt, was ihr wollt. Ihr habt euch geirrt. Am Ende werde ich dich aber trotzdem vernichten. Ashes of the Singularity. Willkommen zu Ashes of Singularity. Grüße gehen raus an alle meine Abonnenten und auch an neue Zuschauer. Genau. Ja, alle natürlich. Was soll ich sagen? Wir haben gerade schon eine halbe Stunde gezockt im Multiplayer. Das Spiel hier, was ich euch präsentieren möchte, Ashes of the Singularity, Classic. Kann man sehr günstig heutzutage erwerben. Und ich habe ein Modem-Reset gehabt, nach einer halben Stunde, sehr ärgerlich. Wir waren mitten drin. Vier Spielerkarte gehabt, mittel, also ein bisschen größer. Und jetzt, weil wir nicht mehr ganz so viel Zeit haben, haben wir jetzt eine vier Spieler kleine Karte genommen. Der Digon, der ist auf Position 1 unten rechts und ich bin 2 oben links. Oben links? Ja. Aber dafür haben wir jetzt auch schon ein bisschen rausgefunden, was wir machen müssen. Ja, ich wünsche euch viel Spaß, meine lieben Freunde. Ja. Achso, ich muss ja wieder den Haken setzen. Ja. Genau. Ja, zweite Runde, zumindest für mich. Ja, jetzt wissen wir schon mal ein bisschen, was wir machen müssen. Schon so sind wir da. Erstmal hier das da. So, dann das da. So, meine Kameraden legen schon mal los. Ja. Nicht genug Metall. Quanten-Upgrade installiert. Musik ist echt super entspannt. Ja, schade, dass das im Multiplayer nicht mehr viele Leute spielen. Ich wundere das eigentlich auch ein bisschen, aber... Naja. Ja, gut. Kann nicht alles sein. Ist richtig. Was ist das hier? Aktive Techniker wechseln. Ach so. So,
Nicht genug Metall. Naja. Mein Metall schon wieder. Sind da keine Oh ja, doch jetzt. Wollte gerade sagen. Nicht genug Metall.
Irgendwas fehlt mir doch hier. Bevoren diese Verstärker und so Zeug alles genutzt. Ja. Alter, bist du das? Ja. Bin da in der Mitte, Alter. In dem Kreuz. Hab ich ja noch nicht mal. Der Schwede. Die Mitte ist stark umkämpft hier. Ja. Ei. Das kann ich vergessen, ey. Na gut, wie du willst. Sieht halt leider wir keine haben einen Generator erobert. Lebensenergie von den Dingern, ne? Das ist so schade. Sieht man nicht? Nee, also von der Einheit selber. Ja, so. Nee. Das ist kein Lebensbalken. Das kann man vielleicht noch einstellen. Qualmen zwar immer mal wieder und so, aber.
So, hast du die Farbe grün, wenn das klar. Ja. Ich glaube, du hast gewonnen, wenn der ganze Balken oben voll ist mit dem Teil, was du übernommen hast. Anscheinend gibt es drei Stück. Ja, drei Stück, ja. Das Blöde ist, ich kann halt nichts bauen, ne? Kannst du nichts bauen? Nee, nur die Standarddinger. Also zwei Häuser kann ich bauen, den Rest nicht. Frage ist halt, warum?
Wir benötigen mehr Logistik. Wir benötigen mehr Logistik. Jetzt geht das wieder mit der Logistik los. Ach je. Wir benötigen mehr Logistik. Wir benötigen mehr Logistik. Ja, ja, das heißt, ich muss mal ein paar Einheiten schrotten hier. Ja. Ihr habt zu viele Einheiten, ich kann jetzt mal bauen. Wir benötigen mehr Logistik. Die reparieren quasi das da drin. Okay. Wir benötigen mehr Logistik. Wir benötigen mehr Logistik.
Wir benötigen mehr Logistik. Wir benötigen mehr Logistik. Wir benötigen mehr Logistik. Wir benötigen mehr Logistik. Wir benötigen mehr Logistik. Okay. Wir benötigen mehr Logistik. Wir benötigen mehr Logistik. Wir benötigen mehr Logistik. Wir benötigen mehr Logistik.
Wir benötigen mehr Logistik. Ich kann da hinten nichts mehr abdecken. Scheiß Logistik. Wir benötigen mehr Logistik. Da haben wir doch geballert. Das müsste ich gucken. Schuss doch da hinten schießen, da was Rotes. So. Der Rot versteckt sich im Wald, oder was? Jetzt kommt er hier raus mit seiner Armada. Ja, bleib ist klar. Das wird nichts, du hast ja so viele dahin gebaut, ey. Ja, das habe ich schon gemacht mit. Ne? Weil ich wusste das. Irgendwann kommt der Hund aus dem Wald. Du hast das höchste Tyrinium-Niveau. Was für ein Niveau? Tyrinium-Niveau? Schick da gleich mal eine Sonde hin. Gleich mal den Wald checken. Wir benötigen mehr Logistik. Alter, der macht ein ganzes Gebäude platt. Junge. So viele, ey, da hätte ich mit gerechnet, ey. Guck mal an deinen Rücken. Da kommt ein kleiner Speer. Alter, ey. Du warst gut weggemetzelt da oben. Nicht gedacht. Ja, so eine Batterie dahingestellt, ey. Krass, ey. Ressourcen habe ich genug. Ich kann halt bloß keine Einheiten mehr bauen. Ja, ich habe auch ein Einheitenlimit von 200. Hast du auch ein Einheitenlimit von 200? Nee, hab gerade erhöht auf 440. So. Jetzt nehmen wir die hier mal in den Schnittweg. Uran ist irgendwie das Problem, ne? Ja. Das reicht hier hinten und vorne nicht. Ist auch nicht so schlimm. Ich habe auch bloß zweimal Uran und hab dann, da muss ich dann noch Dinge bauen, diese Geo-Verstärker da. Das erhöht die Produktivität. Ja. Raffinerie nutze ich das. Ja, die Raketenbasen, die sind ja auch noch unglaublich stark, ey. Als Verteidigung. Dabei sind das nur die kleinen, es gibt noch größere. Das Problem ist jetzt halt nur, du hast deine ganzen Bauarbeiter da oben weggemacht. Okay, jetzt habe ich wieder einen. Oh, Sensor. Kann man da machen? Sensor. Aha. Okay. Nicht viel gebraucht. Ich komme nicht über den Berg.
Ach Mann, ey. Na gut. Hast du dich bestimmt doch nicht nur da oben ausgebreitet. Unten habe ich noch gar nichts abgedeckt, ey. Nee. Nee. Schon wieder Modem-Ding? Hey. Oh. Verbindung zum Spiel verloren, zum Server verloren. Oh. Ich hab gewonnen. Cheers bei dir auch? Nö. Nee. Oh, das ist ja ärgerlich, ey. Das ist nervig, ja. Warum verloren? Die Verbindung? Ich weiß es nicht, ey. Ja, meine lieben Freunde, das war die erste Folge von Ashes of the Singularity. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Denkt mal schon, ihr habt ja zum Schluss noch ein bisschen was Action gesehen, da für die ganzen Raketenbasis und meine Einheiten. Ja, ja, das war die erste Folge. Ja, vielleicht kriegt man es ja noch hin, dass wir mal jetzt noch zu Ende spielen. Jo. Sachen bis dahin. Ciao, ciao. Ist euer Leben. Genau. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn ihr Bock habt. Würde mich freuen. Alles klar. Euer Robin Hood. Bye, bye. Tschüss.